Verlesung des Eröffnungsbeschlusses durch Richter Josef Perseke, dritter Verhandlungstag, 6.1.1964. Eröffnungsbeschluss. Erstens, der Exportkaufmann Robert Karl Ludwig Mulka, geboren am 12.04.1895 in Hamburg, wohnhaft in Hamburg-Niendorf, Wendlowstraße 28, verheiratet, Deutscher. Zweitens, der Hauptkassierer bei der Kreissparkasse Lübecke, Karl Höcker, geboren am 11.12.1911 in Engershausen, Kreis Lübecke, verheiratet, Deutscher. Drittens, der kaufmännische Angestellte Friedrich Wilhelm Boger, geboren am 19.12.1906 in Stuttgart-Zuffenhausen, wohnhaft in Hemmingen, Kreis Leonberg, Schaukertstraße 12, verheiratet, Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main-Bröngesheim, kleines Haus. Viertens, der Landwirtschaftsassessor Hans Stark, geboren am 14.06.1921 in Darmstadt, wohnhaft in Darmstadt, Rodingweg 12, verheiratet, Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt-Hamelsgasse. Fünftens, der Diplom-Ingenieur Klaus Hubert Hermann Dilewski, geboren am 01.05.1916 in Finkenwalde, Kreis Stettin, wohnhaft in Hilden, Rheinland, Mittelstraße 77, verheiratet, Deutscher. Sechstens, der Kaufmann Perry Broat, geboren am 25.04.1921 in Rio de Janeiro, wohnhaft in Düsseldorf-Rath, Derflinger Straße 14, verwitwet, brasilianischer Staatsangehöriger. Siebtens, der Landwirt Johann Schubert, geboren am 17. Dezember 1922 in Aufseß, Kreis Ebermannstadt, wohnhaft in Aufseß, Kreis Ebermannstadt, Haus Nr. 5, verheiratet, Deutscher. Achtens, der Hausmeister Bruno Schlage, geboren am 11.02.1903 in Truttenau, Kreis Königsberg, wohnhaft in Dehme, Bad Reunhausen, Nr. 309, verheiratet, Deutscher. Neuntens, der Heizer Franz Johann Hoffmann, geboren am 5.04.1906 in Hof Saale, zuletzt wohnhaft gewesen in Kirchberg an der Jagst, verheiratet, Deutscher, in anderer Sache in Strafhaft im Landesgefängnis Rottenburg-Neckar. Zehntens, der Metzger, zuletzt Krankenpfleger Oswald Kaduk, geboren am 26.08.1906 in Königshütte, Oberschlesien, wohnhaft in Berlin, N65, Turiner Straße 19, verheiratet, Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main-Bröngesheim, kleines Haus. Elftens, der Arbeiter Stefan Baretzky, geboren am 24.03.1919 in Czernowitz, Rumänien, wohnhaft in Pleit, Erzberger Straße 17, ledig, staatenloser, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hammelsgasse. Zwölftens, der Rentner Heinrich Bischoff, geboren am 16.07.1904 in Überruhr, wohnhaft in Essen-Überruhr, Langenberger Straße 634, verheiratet, Deutscher. Dreizehntens, der kaufmännische Angestellte Johann Arthur Breitwieser, geboren am 31.07.1910 in Lemberg, zuletzt wohnhaft gewesen in Bad Godesberg, Südstraße 80, ledig, Deutscher. Vierzehntens, der Facharzt für Frauenkrankheiten Dr. Med. Franz Bernhard Lukas, geboren am 15.09.1911 in Osnabrück, wohnhaft in Elmshorn, Kreis Pinneberg, Friedensallee 15, verheiratet, Deutscher. Fünfzehntens, der Zahnarzt Dr. Willi Frank, geboren am 9.02.1903 in Regensburg, wohnhaft in Stuttgart, Bad Cannstatt, im Geiger 56, verheiratet, Deutscher. Sechzehntens, der Zahnarzt Dr. Willi Ludwig Schatz, geboren am 01.02.1905 in Hannover, wohnhaft in Hannover-Badenstedt, Wichernstraße 23, verheiratet, Deutscher. Siebzehntens, der Apotheker Dr. Viktor Capesius, geboren am 02.07.1907 in Reusmark.
Ja, hier steht es so. Ja, das ist bereits Gerücht. Das ist bereits Gerücht. Wohnhaft in Göppingen, Frühlingsstraße 1, verheiratet Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hammelsgasse. 18. Der Tischler Josef Kleer, geboren am 17.10.1904 in Langenau, Kreis Leobschütz, Oberschlesien, wohnhaft in Braunschweig, Goslarsche Straße 90, verheiratet Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hammelsgasse. 19. Der Metzger, jetzt Pförtner Herbert Scherpe, geboren am 20.05.1907 in Gleiwitz, wohnhaft in Mannheim, Eichendorfstraße 41, verheiratet Deutscher, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hammelsgasse. 21. Der Weber Emil Hantel, geboren am 14.12.1902 in Mährisch-Lotschnau, zuletzt wohnhaft gewesen Markt Redwitz, Damaschke Straße 13, ledig Deutscher, zurzeit Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hammelsgasse. 22. Der Pianobauer, jetzt Verwaltungsangestellter bei der Bundeswehr, Gerhard Neubert, geboren am 12.06.1909 in Johann-Georgenstadt, Erzgebirge, wohnhaft in Diepholz, Maschstraße 79, verheiratet Deutscher. 23. Der Kaufmann Emil Bednarek, geboren am 20.07.1907 in Königshütte, Oberschlesien, wohnhaft in Schirnding, Bahnhofstraße 69, verheiratet Deutscher, zurzeit Untersuchungshaftanstalt Frankfurt am Main, Hamelsgasse. Werden beschuldigt in den Jahren 1940 bis 1945 im Bereich des Konzentrationslagers Auschwitz, Polen, Römisch 1, die Angeschuldigten Boger, Dilewski, Broat, Hoffmann, Kaduk, Baretzky, Bischoff, Dr. Capesius, Kleer, Bednarek, zum Teil durch mehrere selbstständige Handlungen, teils allein, teils gemeinschaftlich mit anderen, aus Mordlust und aus sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch und grausam, sowie teilweise mit gemeingefährlichen Mitteln, für die Zeit vor dem 4.9.1941 auch vorsätzlich und mit Überlegung, Menschen getötet zu haben. Der Angeschuldigte Dilewski jedoch nur zu Ziffer 5 und der Angeschuldigte Broat nur zu Ziffer 3 der ihnen jeweils vorgeworfenen Tatbestände. Der Angeschuldigte Kaduk in einem weiteren Fall eine Tötung nur versucht zu haben. Ziffer 13 der ihm vorgeworfenen Tatbestände. Römisch 2. Die Angeschuldigten Mulka, Höker, Dilewski, Broat, Schobert, Schlage, Stark, Breitwieser, Dr. Lukas, Dr. Frank, Dr. Schatz, Scherpe, Hantel, Neubert als Gehilfen bei der Begehung von Verbrechen durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet zu haben, der Angeschuldigte Dilewski jedoch nur zu Ziffer 1 bis 4 und der Angeschuldigte Broat nur zu Ziffer 1 und 2 der ihnen jeweils vorgeworfenen Tatbestände. Gemeint ist Beihilfe zu Mord. Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen liegt folgender Sachverhalt vor. Erstens. Der Angeschuldigte Mulka hat in der Zeit von Februar 1942 bis März 1943 als SS-Obersturmführer und SS-Hauptsturmführer A. in seiner Eigenschaft als Kompanieführer einer Wacheinheit und später B. als Adjutant des Lagerkommandanten Höss an der Tötung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen aus dem Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz und von Personen, die zur Massenvernichtung aus verschiedenen Ländern Europas nach Auschwitz verbracht worden waren, mitgewirkt. Der Angeschuldigte hat insbesondere
bei der Verwirklichung des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms, Einrichtung, Tätigkeit und Sicherung der Vergasungsanlagen, Herbeischaffung des für die Vergasung erforderlichen Zyklon B, Organisation, Abwicklung und Sicherung bei der Selektion ankommender Transporte von Zivilpersonen durch den Wachsturmbann, Mitwirkung bei Aussonderungen auf der Rampe, Transport von zur Vergasung ausgesonderten Personen zu den Gaskammern durch Lastkraftwagen der Lagerfahrbereitschaft, sich als Adjutant, der nach der Lagerordnung unter anderem dem Kommandanten für die schnellste und genaueste Ausführung seiner Befehle innerhalb des Kommandanturbereichs verantwortlich war, in Kenntnis der Rechtswidrigkeit solcher Befehle an den auf die Tötung von Menschen gerichteten Maßnahmen beteiligt. Zweitens, der angeschuldigte Höcker hat im Jahre 1944 als SS-Obersturmführer in seiner Eigenschaft als Adjutant des Lagerkommandanten Beer an der Tötung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen aus dem Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz und von Personen, die zur Massenvernichtung aus verschiedenen Ländern Europas nach Auschwitz verbracht worden waren, mitgewirkt. Der Angeschuldigte hat insbesondere bei der Verwirklichung des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms, Einrichtung, Tätigkeit und Sicherung der Vergasungsanlagen, Herbeischaffung des für die Vergasung erforderlichen Zyklon B, Organisation, Abwicklung und Sicherung bei der Selektion ankommender Transporte von Zivilpersonen durch den Wachsturmbann, Mitwirkung bei Aussonderungen auf der Rampe, Transport von zur Vergasung ausgesonderten Personen zu den Gaskammern durch Lastkraftwagen der Lagerfahrbereitschaft, sich als Adjutant, der nach der Lagerordnung unter anderem dem Kommandanten für die schnellste und genaueste Ausführung seiner Befehle innerhalb des Kommandanturbereichs verantwortlich war, sich in Kenntnis der Rechtswidrigkeit solcher Befehle an den auf die Tötung von Menschen gerichteten Maßnahmen beteiligt. Drittens, der angeschuldigte Boger hat in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Oberscharführer und Ermittlungsbeamter der politischen Abteilung erstens in zahlreichen Fällen bei Selektionen mitgewirkt, bei denen eine unbestimmte Zahl von Häftlingen zur Vergasung ausgesondert wurde. Der Angeschuldigte wirkte insbesondere bei zahlreichen Selektionen auf der Rampe von Birkenau und bei einer Selektion im Zigeunerlager mit. Zweitens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen regelmäßig mit anderen SS-Angehörigen der politischen Abteilung Aussonderungen von Häftlingen aus dem Arrestblock vorgenommen, wobei er bestimmte, welche in seine Zuständigkeit fallenden Häftlinge erschossen werden sollten. Drittens, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen bei Massenerschießungen von Häftlingen an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 mitgewirkt und dabei insbesondere a. im Februar oder Anfang März 1943 an der Schwarzen Wand mit einem Kleinkalibergewehr etwa 50 bis 60 polnische Häftlinge erschossen. B. etwa 14 Tage nach dem zu A geschilderten Vorfall auf dieselbe Weise etwa 40 polnische Häftlinge erschossen. C. Anfang April auf dieselbe Weise etwa 100 Häftlinge, vorwiegend polnischer Nationalität, erschossen. D. im April 1943 bei der Erschießung von etwa 40 sowjetischen Kommissaren, unter denen sich auch 5 Kommissarinnen befanden, drei Kommissarinnen befanden, bei Block 11 mitgewirkt, wobei er selbst 5 der Häftlinge erschoss. E. im September 1943 den Häftling Kalinowski an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 erschossen. F. in Block 11
2 sowjetische Offiziere durch Genickschuss getötet, G. im Sommer 1943 zusammen mit dem SS-Oberscharführer Palitsch 94 Männer und 8 Frauen, die durch eine Scheinverhandlung durch das Standgericht zum Tode verurteilt worden waren, auf dem eingezäunten Grundstück neben dem Krematorium erschossen. Viertens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen Häftlinge bei verschärften Vernehmungen so schwer misshandelt, dass sie unmittelbar darauf an den Folgen starben. Der Angeschuldigte, der zum Zweck der Erpressung von Geständnissen die Häftlinge mit über den Knien gefesselten Händen über eine Stange legte, die in einem Gestell aufgehängt war, von den Häftlingen als Bogerschaukel bezeichnet, hat insbesondere A. im Februar 1943 einen Häftling namens Slekharov so schwer misshandelt, dass er am folgenden Tag an den Folgen starb. B. im Februar 1943 während einer Vernehmung den Häftling Janitschki, der gefesselt über einer Stange hing, durch Schläge so schwer misshandelt, dass er am nächsten Tag verstarb. C. im Anschluss an die zu Ziffer B geschilderte Vernehmung den Häftling Wrobewski, nachdem er ihn auf der Schaukel misshandelt hatte, im Bunker erschossen, weil er bei ihm einen alten, verrosteten Revolver fand. D. im Jahre 1943 einen polnischen Häftling mit Todesfolge misshandelt. E. im Sommer 1943 nach dem Brand in den deutschen Ausbesserungswerken einen jungen polnischen Häftling in einem Raum der DAW vernommen und ihn hierbei so schwer misshandelt, dass der Häftling unmittelbar danach verstarb. F. im Jahre 1943 einen polnischen Häftling, der im Verdacht stand, Fleisch gestohlen zu haben, derart misshandelt, dass er noch am gleichen Abend im Revier verstarb. G. im Jahre 1943 den polnischen Häftling Jan Lupa während des Verhörs durch Misshandlungen getötet. H. am 15. September 1943 den jüdischen Häftling Walter Windmüller bei der Vernehmung misshandelt und ihm hierbei so schwere Hoden- und Nierenverletzungen beigebracht, dass er am 21. September 1943 verstarb. I. den Häftling Wienhold und 2 andere wegen Vorbereitung zur Flucht in den Bunker von Block 11 gesperrt und bei der anschließenden Vernehmung so misshandelt, dass sie an den Folgen der erlittenen Verletzungen verstarben. Fünftens, die Erschießung einer polnischen Widerstandsgruppe angeordnet. Unter den Erschossenen befanden sich unter anderem Oberstpilot Gilewitz, Oberstpilot Ciama, Oberst Stamirowski, Graf Maurizi Potocki, Major Bonca, Major Korczewski, Leutnant Lisowski, Leutnant Zumielewicz, Unteroffizier Karp, Rechtsanwalt Wozniakowski. Sechstens, sich entgegen der Weigerung des Lagerarztes einen Häftling von Block 21, der eine Operation überstanden hatte, übergeben und ihn dann erschießen lassen. Siebtens, die 22-jährige Slowakin und Häftlingssekretärin Lili Tofler im Waschraum im Parterre des Arrestblocks 11 mit 2 Pistolenschüssen getötet. Achtens, bei dem Abtransport des Lagers B, Theresienstädter Lager, die Journalistin Nowotny erschossen, als sie sich dagegen wehrte, auf einen LKW verladen zu werden, der die Häftlinge zu den Vergasungskammern brachte. Neuntens, bei Block 10 einen Häftling aus Warschau erschossen. Zehntens, an einem neben der Lagerküche aufgestellten Galgen einen sowjetischen Häftling erhängt. Elftens, im Oktober 1942 in der Gefangenenküche einem etwa 60-jährigen polnischen Geistlichen den Kopf so lange unter Wasser gedrückt, bis er tot war.
Zwölftens, im Frühjahr 1943 ein polnisches Ehepaar mit seinen drei Kindern, die zwischen 3 und 10 Jahren alt waren, in den Block 11 geführt, wo er zuerst die Kinder und dann die Eltern aus einer Entfernung von etwa 3 Metern mit der Pistole erschoss. Dreizehntens, am 9. Mai 1943 in angetrunkenem Zustand einen polnischen Häftling beim Verhör durch einen Kopfschuss aus einem Revolver getötet. Vierzehntens, im Juni 1943 in dem Krankenbau Block 28 den polnischen General Klukiszewski, der zum Skelett abgemagert war und an Schuppenflechte litt, zu Tode getrampelt. Fünfzehntens, im Sommer 1943 die Erhängung von 4 sowjetischen Kriegsgefangenen durchgeführt, die wegen angeblicher illegaler politischer Tätigkeit zum Tode verurteilt waren. Bei einem dieser Häftlinge handelte es sich um einen sowjetischen Kulturreferenten. 16. Ende des Jahres 1943 oder Anfang 1944 einen jungen polnischen Häftling, dem von einem anderen SS-Angehörigen befohlen worden war, in einem Kochgeschirr Wasser zu holen, an der Wasserstelle erschossen. 17. Im Frühjahr 1944 einen Transport jüdischer Häftlinge aus Ungarn durch Schläge mit einem Ochsenziemer zum Krematorium getrieben und an ihrer Vergasung mitgewirkt. 18. Im Jahre 1944 an der Hinrichtung durch Erhängen von 2 polnischen Mädchen teilgenommen. 19. Im Frühjahr oder Sommer 1944 den Blockältesten von Block 28 im D-Lager in Birkenau erhängt. 20. Etwa Mitte des Jahres 1944 46 Häftlinge aus dem Kommando Union, die infolge körperlicher Erschöpfung nicht mehr arbeitsfähig waren, in Block 11 mit der Pistole erschossen. 21. Im August 1944 vor der Lagerküche 4 sowjetische Kriegsgefangene, die aus dem Lager geflohen und wieder ergriffen worden waren, erhängt. 22. Im Herbst 1943 oder 1944 nach der Niederschlagung des Aufstandes der Häftlinge eines Häftlingssonderkommandos im Krematorium, die sich gegen den Transport in die Gaskammer zur Wehr gesetzt hatten, etwa 100 Häftlinge, denen er befohlen hatte, sich auf den Erdboden zu legen, zusammen mit dem SS-Oberscharführer Hustek Erber erschossen. 23. Am 30. Dezember 1944 bei der Erhängung der Häftlinge Bernhard Zwerzi, Ludwig Wesseli, Ernst Bürger, Rudi Friemel und Peter Puta mitgewirkt. 24. Im Sommer 1944 bei der Vernichtung des Zigeunerlagers, dessen Insassen gewaltsam in die Gaskammern getrieben wurden, mitgewirkt. 4. Der Angeschuldigte Stark hat in der Zeit von Ende 1940 bis Dezember 1941 und von März 1942 bis November 1942 als SS-Unterscharführer bzw. zuletzt als SS-Oberscharführer und Leiter der Aufnahmeabteilung der politischen Abteilung 1. In einer unbestimmten Zahl von Fällen bei der Erschießung von Häftlingen in einem besonders hierfür vorgesehenen Raum, in dem sogenannten kleinen Krematorium, mitgewirkt und dabei insbesondere im Mai-Juni 1942 gemeinschaftlich mit dem damaligen Rapportführer Palitsch durch Genickschüsse 2 Häftlingsgruppen von je 20 Personen getötet. Darunter befanden sich mehrere Frauen und Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. 2. In einer unbestimmten Zahl von Fällen bei der rechtswidrigen Erschießung von Häftlingen, insbesondere von sowjetischen Kriegsgefangenen,
an der sogenannten Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 mitgewirkt und dabei insbesondere a. im Herbst 1941 an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 zusammen mit anderen SS-Angehörigen jeweils abwechselnd etwa 20 bis 30 sowjetische Kommissare erschossen, wobei er selbst 5 oder 6 tötete. B. Im Frühjahr 1942 einen Häftling an der Schwarzen Wand erschossen, nachdem er zunächst zusammen mit dem Rapportführer Palitsch aufgrund einer durch Namensgleichheit hervorgerufenen Verwechslung einen anderen Häftling erschossen hatte. Drittens, im Herbst 1941 im kleinen Krematorium zusammen mit einem SS-Sanitäter das bei Vergasungen ständig benutzte Giftgas Zyklon B durch eine dafür vorgesehene Öffnung in den Vergasungsraum eingeführt, sodass hierdurch etwa 200 bis 250 jüdischen Männern, Frauen und Kinder getötet wurden. Viertens, ab Sommer 1942 in einer unbestimmten Zahl von Fällen auf der Rampe von Birkenau Selektionen durchgeführt bzw. hierbei tätig mitgewirkt, anschließend die zur Vergasung ausgesonderten Personen vom Selektionsplatz zur Gaskammer geführt und teilweise gewaltsam in die Gaskammer getrieben. Fünftens, der Angeschuldigte Dilewski hat in den Jahren 1941 bis 1944 als SS-Unterscharführer bzw. seit dem 17.04.1944 als SS-Oberscharführer und Ermittlungsbeamter der politischen Abteilung erstens in einer unbestimmten Zahl von Fällen bei Selektionen auf der Rampe von Birkenau tätig mitgewirkt, wobei zahlreiche Häftlinge ausgesondert und anschließend vergast wurden. Zweitens in einer unbestimmten Zahl von Fällen regelmäßig mit anderen SS-Angehörigen der politischen Abteilung Aussonderungen von Häftlingen aus dem Arrestblock vorgenommen, wobei er bestimmte, welche in seine Zuständigkeit fallenden Häftlinge erschossen werden sollten, sogenannte Bunkerentleerungen. Drittens, im Sommer 1943 den für ihn als Spitzel tätig gewesenen Häftling Lewandowski, der zur Erschießung bestimmten Gruppe von Häftlingen zugeteilt, worauf der genannte Häftling, gegen den ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig war, erschossen wurde. Viertens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen im Stammlager Auschwitz an der sogenannten Schwarzen Wand im Hof zwischen Block 10 und 11 Häftlinge durch Genickschuss getötet, obwohl, wie er wusste, gegen diese Häftlinge kein rechtmäßiges Todesurteil vorlag. Bei diesen Erschießungen wechselten sich der Angeschuldigte und andere Angehörige der politischen Abteilung ab. Insbesondere beteiligte sich der Angeschuldigte in den Jahren 1941-42 an der Erschießung von sowjetischen Kommissaren. Fünftens, die Häftlinge Sojetski und Pisenschiskiewicz bei einem Verhör so schwer misshandelt, dass sie starben. Sechstens, der Angeschuldigte Bruat hat in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Rottenführer und Ermittlungsbeamter bei der politischen Abteilung erstens in einer unbestimmten Zahl von Fällen bei der Aussonderung von zur Vergasung bestimmten jüdischen Häftlingen auf der Rampe in Birkenau tätig mitgeholfen und die Lkw-Transporte der ausgesonderten Häftlinge zum Krematorium begleitet, so insbesondere bei der Ankunft der großen Judentransporte im Herbst 1943. Zweitens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen an der Aussonderung von Häftlingen aus dem Arrestblock 11 und bei der anschließenden Exekution an der Schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 teilgenommen,
so insbesondere bei Erschießungen von zahlreichen Tschechen nach dem Attentat auf den SS-Obergruppenführer Heydrich in Prag, sowie bei der Erschießung von mehreren Häftlingen im Herbst 1943, unter denen sich eine Frau Strohwack befand, die inhaftiert worden war, weil sie Häftlingen zu essen gegeben und zur Flucht verholfen haben sollte. Drittens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen Häftlinge während des Verhörs durch Schläge getötet oder erschossen. Siebtens, der angeschuldigte Schobert hat in der Zeit von 1943 bis Ende 1944 als SS-Rottenführer und seit dem 1.2.1944 als SS-Unterscharführer und Angehöriger der politischen Abteilung, erstens in einer unbestimmten Zahl von Fällen gemeinschaftlich mit dem SS-Unterscharführer Werner Christan Erschießungen von Häftlingen im sogenannten Alten Krematorium durchgeführt. Zweitens im Sommer 1944 mindestens einmal während der Nacht an der Rampe von Birkenau bei der Selektion ankommender Häftlingstransporte mitgewirkt, wobei zahlreiche Personen zur Vergasung ausgesondert und getötet wurden. Drittens, mindestens einmal bei einer Vergasungsaktion im Krematorium II tätig mitgewirkt, wobei er anhand einer Liste die Vergasung der Häftlinge überwachte. Achtens, der angeschuldigte Schlage hat in den Jahren 1942 bis 1943 als Arrestaufseher in Block 11 des Stammlagers in einer unbestimmten Zahl von Fällen bei der Auswahl von im Keller des Arrestblocks untergebrachten Häftlingen zur Tötung durch Genickschuss an der schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 und auch an diesen Erschießungen selbst teilgenommen, wobei er wusste, dass die Exekutionen ohne ordentliches Gerichtsverfahren durchgeführt wurden und widerrechtlich waren. Neuntens, der angeschuldigte Hoffmann hat in der Zeit vom 1.12.1942 bis Juni 1944 als SS-Hauptsturmführer und Schutzhaftlagerführer im Stammlager Auschwitz I sowie zeitweise als Lagerführer des Zigeunerlagers in Birkenau, erstens in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen an der Rampe von Auschwitz-Birkenau die dort durchgeführten Selektionen von eingetroffenen Transporten jüdischer Häftlinge überwacht, bei denen jeweils zahlreiche Häftlinge zur Vergasung bestimmt und anschließend in der Gaskammer getötet wurden, wobei der Angeschuldigte mehrmals auch die Vergasungsvorgänge überwachte. Zweitens, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen als Angehöriger einer Kommission im Arrestblock 11 bestimmt, welche der im Bunker inhaftierten Häftlinge anschließend, teilweise in seiner Anwesenheit, an der schwarzen Wand erschossen werden sollten, sogenannte Bunkerentleerungen. Drittens, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen als Lagerführer des Zigeunerlagers in Birkenau Häftlinge so schwer misshandelt, dass sie starben. Viertens, im Herbst 1943 die Stubendienste und Blockältesten des Zigeunerlagers in Birkenau etwa 1,5 bis 2 Stunden durch Strafexerzieren, sogenanntes Sportmachen, gequält und dabei misshandelt, wodurch 6 oder 7 Häftlinge starben. Fünftens, im Sommer 1943 einen jüdischen Häftling, der sich dagegen wehrte, in die Gaskammer gebracht zu werden, mit der Pistole erschossen. Sechstens, im Jahre 1943 einen Häftling dadurch getötet, dass er ihm eine Flasche an den Kopf warf, sodass der Häftling einen Schädelbruch davontrug und starb. Siebtens, im Winter 1942 oder 1943 etwa 10 oder 12 entkräftete sowjetische Kriegsgefangene gezwungen, sich nackt im Freien aufzustellen, sodass sie infolge der großen Kälte erfroren. Achtens, im Jahre 1943 sämtliche in dem Kinderlager des Stammlagers
Keller Block 18 inhaftierten 40 bis 50 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zur Vergasung ausgesondert und vergasen lassen. Neuntens, im Januar 1944 in der alten Wäscherei zwischen Block 1 und 2 gemeinsam mit dem angeschuldigten Kaduk und dem damaligen Rapportführer Klausen etwa 600 Häftlinge, darunter auch einige Kinder, zur Vergasung ausgesondert und vergasen lassen. Zehntens, der angeschuldigte Kaduk hat in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Unterscharführer und Block- bzw. Rapportführer erstens in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen an Selektionen durch Hinweise auf einzelne Häftlinge teilgenommen und mit anderen SS-Angehörigen oder eigenmächtig allein Selektionen vorgenommen, wobei zahlreiche Häftlinge zur Vergasung ausgesondert und getötet wurden. Er hat insbesondere a. in zahlreichen Fällen im Bad und Krankenbau des Stammlagers Auschwitz I Selektionen vorgenommen und die ausgesonderten Häftlinge auf Lastkraftwagen verladen und zur Vergasung abtransportieren lassen. Durch die von dem Angeschuldigten durchgeführten Selektionen erlitten unter anderem die Häftlinge Horowitz und Kolawski aus Antwerpen sowie der Häftling Oboka Löwenstein den Vergasungstod. B. Im Winter 1943 aus dem sogenannten Holzhofkommando etwa 300 Häftlinge mit Lastautos zur Vergasung in die Krematorien abtransportieren lassen. C. Im Jahre 1943 aus Block 9 etwa 150 Häftlinge zur Vergasung ausgesondert, auf LKWs verladen und zur Vergasung abtransportieren lassen. D. Im Januar 1944 in der alten Wäscherei zwischen Block 1 und 2 gemeinsam mit dem angeschuldigten Hoffmann und dem damaligen Rapportführer Klausen etwa 600 Häftlinge, darunter auch einige Kinder, zur Vergasung ausgesondert und vergasen lassen. E. Im Sommer 1944 mindestens zweimal allein Häftlinge zur Vergasung ausgesondert und vergasen lassen. F. Im Herbst 1944 auf der Birkenallee mit anderen SS-Angehörigen eine Selektion vorgenommen, die die Vergasung von zahlreichen Häftlingen zur Folge hatte. G. Im November 1944 einmal in den frühen Morgenstunden im Block 16 in angetrunkenem Zustand mit einem anderen SS-Angehörigen 5 bis 6 Häftlinge zur Vergasung ausgesondert, wobei er die Häftlinge nackt an sich vorbeimarschieren ließ. In der gleichen Nacht nahmen der Angeschuldigte und der andere SS-Angehörige auch in anderen Blocks Selektionen vor. Die insgesamt etwa 100 hierbei von ihnen zur Vergasung ausgesonderten Häftlinge wurden nach etwa 10 bis 14 Tagen vergast. Zweitens, am 11. Oktober 1943 an der Erschießung von etwa 40 Häftlingen, die der polnischen Intelligenz angehörten, mitgewirkt. Drittens, Anfang 1943 in Block 8 mehrmals, teils in angetrunkenem Zustande, Häftlinge zusammengeschlagen und anschließend erdrosselt, indem er ihnen einen Bergsteigerstock über den Hals legte und sich darauf stellte. Auf diese Weise tötete er unter anderem den Diamantenhändler Moritz Polakiewicz, den ehemaligen Sekretär des Judenrates von Antwerpen, Teitelbaum, sowie einen weiteren namentlich nicht bekannten Häftling von Block 8a. Viertens, im Sommer 1943 einen jüdischen Häftling aus Holland, bei dem er Lebensmittel fand, so schwer misshandelt, dass der Häftling bewusstlos in den Krankenbau eingeliefert werden musste, wo er kurze Zeit später im Block 21 an den Folgen dieser Misshandlung starb.
Fünftens, im Winter 1943 bei der Erschießung von etwa 50 sowjetischen Kriegsgefangenen, die die Arbeit verweigert hatten, mitgewirkt. Sechstens, im Oktober 1943 im Krupp-Betrieb einen jüdischen Häftling als Lotsch mit einem Stock erschlagen. Siebtens, im Jahre 1943 oder 1944 einen jungen jüdischen Häftling, der zum Appell nicht erschienen war, weil er eingeschlafen war, zu Tode getrampelt. Achtens, im Jahre 1943 fünf Häftlinge in der Kiesgrube erschossen. Neuntens, im Jahre 1943 bei der Erschießung von 225 Häftlingen an der Schwarzen Wand mitgewirkt. Zehntens, im Sommer 1943 bei der Hinrichtung von 12 Häftlingen durch Erhängen bei mehreren den Schemel, auf denen die Häftlinge Halt fanden, weggestoßen. Elftens, Anfang 1943 drei Häftlinge, die mit Bauarbeiten an einer Fabrik für Baumaterialien beschäftigt waren, misshandelt und dann erschossen, weil sie sich hinter einem Waggon versteckt Zigaretten gedreht hatten. Zwölftens, im Mai 1943 und August 1944 an etwa 8 bis 10 Erschießungen von zahlreichen Häftlingen an der Schwarzen Wand durch Genickschuss mitgewirkt. Dreizehntens, im Jahre 1943 oder 1944 einen Zigeuner, der aus dem Fenster sah, in die Brust oder den Bauch geschossen. Der Verletzte kam mit dem Leben davon. Vierzehntens, Ende 1943 oder Anfang 1944 einen jüdischen Häftling aus Frankreich absichtlich mit dem Motorrad überfahren und dadurch getötet. 15. Im Frühjahr 1944 einen Häftling, bei dessen Hinrichtung der Strick gerissen war, ausgepeitscht und dann erhängt. 16. Im Jahre 1944 etwa 10 bis 12 Mal mit dem Bunker Cabo Jakob Häftlinge auf der Lagerstraße aufgegriffen und sie in einem Wasserbottich hinter der Häftlingsküche ertränkt. 17. Am 25. August 1944 bei einer durch einen Luftangriff entstandenen Verwirrung zahlreiche Häftlinge durch körperliche Misshandlungen getötet. 18. Im September 1944 drei Häftlinge dergestalt körperlich misshandelt, dass einer noch am gleichen Nachmittag an den Folgen starb. 19. Etwa 2 Wochen nach dem unter Laufender Nummer 18 geschilderten Vorfall drei Geiseln erschossen, obwohl sich herausgestellt hatte, dass ein vermisster Häftling nicht geflohen, sondern an völliger Entkräftung gestorben war. 20. Im Jahre 1943 oder 1944 einen Häftling, der während des den ganzen Tag über andauernden Appells des Quarantäneblocks seine Notdurft unter sich gehen ließ, durch Schlagen gezwungen, sich gegen den Drahtzaun zu werfen und, da die Umzäunung ausnahmsweise nicht elektrisch geladen war, den Häftling durch einen Wachtposten erschießen lassen. 21. In angetrunkenem Zustand das Zigeunerlager im Stammlager Auschwitz I betreten und wahllos auf die Häftlinge geschossen, sodass mindestens ein Häftling getötet wurde. 22. Am 30. Dezember 1944 bei der letzten öffentlichen Exekution von 5 oder 6 Häftlingen, darunter Bernhard Zwirzi, Ludwig Wessely, Ernst Bürger, Rudi Friemel und Peter Puta mitgewirkt. 23. Im Mai 1943 verschiedene Häftlinge ohne Grund mit einer Latte geschlagen, wobei der Häftling Wascha an den Folgen der erlittenen Verletzungen starb. 24. Auf dem Evakuierungsmarsch mehrere Häftlinge erschossen, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren. 25. Kurze Zeit, 1 oder 2 Tage nach der Evakuierung des Lagers Auschwitz, in das er zurückgekehrt war, dem holländischen Häftling Ackermann in den Bauch geschossen, sodass der Häftling an den erlittenen Verletzungen starb. 11. Der angeschuldigte Baretzky,
hat in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Sturmmann bzw. SS-Rottenführer und Blockführer im Lager Birkenau erstens in einer unbestimmten Zahl von Fällen auf der Rampe von Birkenau und im Lager Birkenau an Selektionen, bei denen zahlreiche Häftlinge zur Vergasung ausgesondert und anschließend vergast wurden, insbesondere dadurch teilgenommen, dass er bei der Verladung der zur Vergasung bestimmten Häftlinge auf Lastkraftwagen mitwirkte und die Transporte zu den Krematorien begleitete. Zweitens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen durch einen Schlag mit der Hand, den er anderen SS-Angehörigen als Spezialschlag vorführte, Häftlinge getötet. Drittens, in zahlreichen Fällen bei der Hinrichtung von Häftlingen, die durch Erhängen vollzogen wurde, den Stuhl bzw. die Kiste weggestoßen, auf denen die Häftlinge mit der Schlinge um den Hals standen. Viertens, Anfang des Jahres 1943 zwei Häftlinge, die unmittelbar am Lagerzaun standen, um mit Insassen des Frauenlagers Birkenau aus dem Abschnitt C Verbindung aufzunehmen, an den mit Starkstrom geladenen Lagerzaun gestoßen, sodass die beiden Häftlinge hierdurch den Tod fanden. Fünftens, am 4.10.1943 mit anderen SS-Angehörigen an einer sogenannten Hasenjacht, das heißt einer Verfolgung willkürlich gegen den elektrisch geladenen Draht getriebener Häftlinge, teilgenommen, bei der 11 Häftlinge eines Polentransportes aus Lemberg erschossen wurden. Sechstens, am 19.04.1944 den Häftling Michael Litschka, Häftlingsnummer 85140, mit einem Stock totgeschlagen. Siebtens, im Sommer 1944 ein Häftling im Gang einer Lagerbarke getötet. Achtens, im Jahr 1944 bei der Ankunft eines Häftlingstransportes aus Lodz eine Frau, die von ihrem Bruder, der sich schon als Häftling im Lager Auschwitz befand, erkannt und angerufen wurde, erschossen. Neuntens, im März 1944 bei der Liquidierung des Familienlagers, Theresienstädter Lager, in Birkenau teilgenommen, wobei etwa 4000 Lagerinsassen vergast wurden. Zehntens, im Herbst 1944 nach einem Aufstand der Häftlinge in einem Krematorium innerhalb der Postenkette von einem Fahrrad aus auf Häftlinge geschossen, sodass mehrere getötet wurden. Elftens, im Jahre 1944 willkürlich und ohne jeden Anlass einen jüdischen Häftling im Lager Birkenau mit der Pistole erschossen. Zwölftens, der angeschuldigte Bischof hat in den Jahren 1942 bis 1945 als SS-Rottenführer oder SS-Unterscharführer und Blockführer erstens im Sommer 1943 im Lager Birkenau wahllos und ohne ersichtlichen Grund mit anderen namentlich nicht bekannten SS-Angehörigen in eine Gruppe von jüdischen Häftlingen geschossen, sodass 5 oder 6 Häftlinge hierdurch getötet wurden. Zweitens, im Herbst 1943 oder Frühjahr 1944 im Nebenlager Schwintochlowitz den belgischen Häftling Zwick oder Zick, der von dem Häftlingskommando ins Lager getragen wurde, dadurch getötet, dass er dem am Boden liegenden mit den Stiefeln auf den Brustkorb und auf den Hals trat und anschließend sagte, mit dem sei er fertig. Drittens, im Frühjahr 1944 in der Werkshalle der Walwa-Hütte in Schwintochlowitz einen Häftling durch 2 Pistolenschüsse getötet. Viertens, im Nebenlager Schwintochlowitz einen französischen Häftling namens Hatem durch Schläge mit einem Schaufelstiel misshandelt und ihn durch Aufsetzen des Schaufelstiels auf die Gurgel getötet. Fünftens, im Januar 1945 auf dem Evakuierungsmarsch 2 jüdische Häftlinge, die sich etwas abseits von der Kolonne gestellt hatten, mit der Pistole erschossen. 13. Der angeschuldigte Breitwieser hat im Oktober 1941 als SS-Rottenführer und Desinfektor bei der ersten Vergasung von Menschen im KL Auschwitz, die im Keller von Block 11 durchgeführt wurden, Giftgas Zyklon B in die Kellerräume eingeführt, sodass etwa 850 sowjetische Kriegsgefangene
und etwa 220 aus dem Krankenbau des Stammlagers zur Vergasung ausgesonderter Häftlinge getötet wurden. Viertens, der angeschuldigte Dr. Med Lukas hat im Frühjahr und Sommer 1944 als SS-Obersturmführer und Lagerarzt in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen nach der Ankunft jüdischer Häftlingstransporte an der Rampe in Auschwitz-Birkenau Aussonderungen, Selektionen durchgeführt bzw. überwacht, wobei eine unbestimmte Vielzahl von Häftlingen ausgesondert und anschließend zur Vergasung in die Gaskammern transportiert wurde. Dort hat er das Einwerfen von Zyklon B durch die Sanitätsdienstgrade überwacht. 15. Der angeschuldigte Dr. Medent Frank hat in der Zeit von Frühjahr bis Herbst 1944 als SS-Hauptsturmführer und Leiter der Zahnstation in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen nach der Ankunft jüdischer Häftlingstransporte an der Rampe in Auschwitz-Birkenau Aussonderungen, Selektionen durchgeführt bzw. überwacht, wobei eine unbestimmte Vielzahl von Häftlingen ausgesondert und anschließend zur Vergasung in die Gaskammern transportiert wurde. Dort hat er das Einwerfen von Zyklon B durch die Sanitätsdienstgrade überwacht. 16. Der angeschuldigte Dr. Med. Dent Schatz hat in der Zeit von Frühjahr bis Herbst 1944 als SS-Untersturmführer und SS-Zahnarzt in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen nach der Ankunft jüdischer Häftlingstransporte an der Rampe in Auschwitz-Birkenau Aussonderungen, Selektionen durchgeführt bzw. überwacht, wobei eine unbestimmte Vielzahl von Häftlingen ausgesondert und anschließend zur Vergasung in die Gaskammern transportiert wurde. Dort hat er das Einwerfen von Zyklon B durch die Sanitätsdienstgrade überwacht. 17. Der angeschuldigte Dr. Phil Capesius hat in der Zeit von Ende 1943 bis Weihnachten 1944 als SS-Hauptsturmführer und seit dem 9.11.1944 als SS-Sturmbannführer und Leiter der SS-Apotheke des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Erstens, im Frühjahr und Sommer 1944 in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen nach der Ankunft jüdischer Häftlingstransporte an der Rampe in Auschwitz-Birkenau Aussonderungen, Selektionen durchgeführt bzw. überwacht, wobei eine unbestimmte Vielzahl von Häftlingen ausgesondert und anschließend zur Vergasung in die Gaskammern transportiert wurde. Dort hatte das Einwerfen von Zyklon B durch die Sanitätsdienstgrade überwacht. Der Angeschuldigte hat insbesondere im April 1944 gemeinschaftlich mit den Lagerärzten Dr. Mengele und Dr. Klein einen RSHA-Transport selektiert. Am 5. Mai 1944 selbstständig einen aus Rumänien ankommenden RSHA-Transport selektiert. Am 25. Mai 1944 gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele einen RSHA-Transport aus Rumänien selektiert. Am 11. Juni 1944 selbstständig einen RSHA-Transport aus Ungarn selektiert. Im August 1944 einen RSHA-Transport aus Rumänien, der etwa 1.000 Personen umfasste, selektiert. Zweitens, in mindestens 5 Fällen bei Aussonderungen, Selektionen, in dem Lager Birkenau mitgewirkt, wobei jeweils zahlreiche Häftlinge zur Vergasung bestimmt und getötet wurden. Der Angeschuldigte hat insbesondere während einer Selektion im Frauenlager Birkenau in einem Block nach sich versteckt haltenden Frauen gesucht und hierbei eine Frau gefunden, die alsdann ebenfalls vergast wurde. An 2 verschiedenen Tagen im Sommer 1944, jeweils gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele in einer Baracke des Frauenlagers bei Selektion in der Form mitgewirkt, dass er die Aufforderung des Dr. Mengele, kranke Frauen sollten sich melden, in die ungarische Sprache übersetzte. Häftlingsfrauen, die sich daraufhin meldeten, wurden vergast. Im August 1944 gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele und 2 weiteren namentlich nicht bekannten SS-Führern, jüdische Knaben aus Ungarn,
die in der Kinderbarke 2 untergebracht waren und die zu fliehen versuchten, mit Schlägen in die Barke zurückgetrieben. Alle Kinder aus dieser Barke, etwa 1200, wurden 4 Tage später in die Gaskammern abtransportiert. Am 13. Oktober 1944, gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele, sämtliche weiblichen Häftlinge, die im Revier des Frauenlagers lagen, zur Vergasung bestimmt und deren Abmarsch zu den Gaskammern überwacht. Am 31. Juli 1944, gemeinschaftlich mit dem Lagerarzt Dr. Mengele und anderen SS-Dienstgraden, die Liquidierung des Zigeunerlagers überwacht. Drittens, Versuche mit narkotisierenden Mitteln an Häftlingen durchgeführt, wobei er Evipan und Morphium mit Kaffee mischte und die Dosis jeweils verstärkte, sodass mindestens 2 Häftlinge nach dem Genuss des Getränks starben. Viertens, das mit seinem Wissen zur Tötung von Häftlingen durch Injektionen verwandte Phenol angefordert, verwaltet und an die Sanitätsdienstgrade, welche die tödlichen Phenolinjektionen durchführten, herausgegeben oder herausgeben lassen. Achtzehntens, der angeschuldigte Kleer hat in den Jahren 1941 bis 1944 als SS-Oberscharführer, Sanitätsdienstgrad und Leiter des sogenannten Vergasungskommandos erstens in einer unbestimmten Zahl von Fällen bei Selektionen an der Rampe von Birkenau und im Häftlingskrankenbau mitgewirkt oder selbstständig Selektionen im Häftlingskrankenbau durchgeführt, wobei zahlreiche Häftlinge zur Vergasung ausgesondert und getötet wurden. Der Angeschuldigte hat insbesondere A. am 20.04.1942 etwa 300 Häftlinge, die in der sogenannten Schonungsstube im Block 20 des Häftlingskrankenbaus im Stammlager untergebracht waren, zur Vergasung bestimmt. B. am 29.08.1942 zusammen mit dem SS-Lagerarzt Dr. Endres und dem angeschuldigten Schärpe im Block 20 des Häftlingskrankenbaus im Stammlager etwa 700 kranke Häftlinge zur Vergasung ausgesondert, sowie die Räumung des Blocks und das Verladen der Häftlinge auf Lastwagen überwacht. C. im Januar 1943 auf der Rampe aus einem eingetroffenen Häftlingstransport ungefähr 40 bis 50 Häftlinge zur Vergasung ausgesondert. D. im Frühjahr 1943 im Infektionsblock des Häftlingskrankenbaus im Stammlager die Karteikarten kranker Häftlinge ausgesondert und dadurch die Häftlinge zur Vergasung bestimmt. Gleichzeitig sonderte er krank aussehende Häftlinge, die über den Flur gingen, zur Vergasung aus. E. im Mai 1943 im Häftlingskrankenbau des Stammlagers etwa 70 Häftlinge zur Vergasung allein ausgesondert. Im Herbst 1944 im Häftlingskrankenbau mehrere bei einem Bombenangriff verwundete Häftlinge zur Vergasung ausgesondert. F. zu einem nicht mehr festzustellenden Zeitpunkt in Block 21 des Häftlingskrankenbaus des Stammlagers mehrere kranke Häftlinge zur Vergasung ausgesondert, darunter den Häftling Zende, der an Erfrierungserscheinungen litt. Zweitens, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen, oft mehrmals wöchentlich, bei den von SS-Ärzten durchgeführten Selektionen mitgewirkt, wobei zahlreiche Häftlinge zur Tötung durch Phenolinjektion in den Herzmuskel ausgesucht wurden, sowie in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen Häftlinge, entweder durch hierzu gezwungene Häftlinge mittels Phenolinjektion in das Herz töten lassen und hierbei die Aufsicht und Überwachung ausgeübt oder die tödlichen Injektionen selbst ausgeführt. Der Angeschuldigte hat insbesondere A. im Sommer 1942 nach einer Schlägerei im Frauenlager einer Frau eine Herzspritze verabfolgt, die sofort den Tod herbeiführte. B. in den Jahren 1942 und 1943 zahlreiche Häftlinge, welche die an ihnen durchgeführten Fleckfieber-Experimente überlebt hatten, durch Phenolinjektionen getötet. C. im Sommer 1942 einen sowjetischen Politkommissar durch eine Phenolinjektion getötet. D. im September 1942 die Häftlinge Theophil Chiron,
Dr. Phil Weiner und Sigmund Sobieski, Student, die erschossen werden sollten, jedoch nicht transportfähig waren, durch Phenolinjektionen getötet. E. Am Heiligabend 1942 etwa 200 Häftlinge im Häftlingskrankenbau selbstständig ausgesondert und anschließend durch Phenolinjektionen getötet. F. Ende 1942 oder Anfang 1943 20 Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet. G. Im Block 20 mehrere junge Häftlinge durch Phenolinjektionen getötet. H. Im Sommer 1942 eine Gruppe von 15 jüdischen Häftlingen, die im Nebenlager Jawischowitz beschäftigt waren und zur ambulanten Behandlung in das Stammlager kamen, durch Phenolinjektionen getötet. I. Im Sommer 1942 oder 1943 zwei weibliche Häftlinge, darunter die Polin Terlikowska aus Warschau, durch Phenolinjektionen getötet. K. Im Jahr 1942 oder 1943 den Häftling Dr. Samson im Leichenkeller von Block 28 durch eine Phenolinjektion getötet, nachdem er ihn vorher durch Freiübung gequält hatte, sogenanntes Sportmachen. Drittens, in einer unbestimmten Zahl von Fällen als Leiter des Vergasungskommandos die Massenvergasung von Häftlingen durchgeführt. Der Angeschuldigte hat insbesondere im Herbst 1942 die Vergasung einer unbestimmten Vielzahl von Häftlingen im kleinen Krematorium und im Frühjahr 1943 die Vergasung von etwa 200 Häftlingen gleichfalls im kleinen Krematorium durchgeführt. Vergasung eines Sonderkommandos. Viertens, in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 mehrere Häftlingspfleger auf dem Dachboden eines Blocks des Häftlingskrankenbaus im Stammlager durch sogenanntes Sportmachen so lange gequält, dass der Häftling Rudek an Herzschwäche verstarb. Fünftens, im Mai oder Juni 1944 eine ältere Jüdin und deren Tochter, die sich nach einer Selektion nicht trennen wollten, zu einer der in das Erdreich gegrabenen Brandstellen bei dem Krematorium von Birkenau geführt und lebend ins Feuer gestoßen. 19. Der angeschuldigte Scherpe hat in den Jahren 1942 und 1943 als SS-Oberscharführer und Sanitätsdienstgrad erstens in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen bei den von SS-Ärzten durchgeführten Selektionen mitgewirkt, wobei zahlreiche Häftlinge zur Tötung durch Phenolinjektion in den Herzmuskel ausgesucht wurden, sowie in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen Häftlinge entweder durch hierzu gezwungene Häftlinge mittels Phenolinjektion in das Herz töten lassen und hierbei die Aufsicht und Überwachung ausgeübt oder die tödlichen Phenolinjektionen selbst ausgeführt. Der Angeschuldigte hat insbesondere am 28.02. und 1.03.1943 in Block 20 des Stammlagers zwei Gruppen von insgesamt 119 polnischen Knaben zwischen 13 und 17 Jahren zum überwiegenden Teil selbst durch Phenolinjektionen getötet oder hierbei die Aufsicht und Überwachung geführt, während der restliche Teil von dem angeschuldigten Handel getötet wurde. Zweitens, am 29.08.1942 zusammen mit dem SS-Lagerarzt Dr. Entres und dem Angeschuldigten Kleer im Block 20 des Häftlingskrankenbaus des Stammlagers etwa 700 kranke Häftlinge zur Vergasung ausgesondert. Herr Zwicky ist abgetrennt. 21. Der angeschuldigte Handel in den Jahren 1943 und 1944 als SS-Rottenführer beziehungsweise seit dem 1.9.1943 als SS-Unterscharführer und Sanitätsdienstrat im Häftlingskrankenbau in einer unbestimmten Zahl von Fällen, die jeweils in seinem Beisein von dem Lagerarzt im Aufnahmeblock 28 ausgesonderten Häftlinge im Block 20 durch hierzu gezwungene Häftlinge mittels Phenolinjektion ins Herz töten lassen und hierbei die Aufsicht und Überwachung geführt, oder die tödliche Injektion selbst ausgeführt.
sowie in mehreren Fällen den diensttuenden SS-Lagerarzt bei Selektionen im gesamten Häftlingskrankenbau begleitet, wobei jeweils 100 bis 200 Häftlinge ausgesondert und anschließend mit Lkw zur Vergasung nach Birkenau transportiert wurden. Der Angeschuldigte hat insbesondere am 28.02. und 1.03.1943 in Block 20 des Stammlagers gemeinsam mit dem Angeschuldigten Schärpe insgesamt 119 polnische Knaben zwischen 13 und 17 Jahren durch Phenolinjektionen ins Herz getötet und im Mai oder Juni 1944 auf Block 20 des Stammlagers etwa 8 bis 10 deutsche kriminelle Häftlinge, die aus Breslau in das Lager gebracht worden waren, durch Phenolinjektionen getötet. 22. Der Angeschuldigte Neubert hat in den Jahren 1943 und 1944 als SS-Oberscharführer und Sanitätsdienstgrad in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen bei denen von SS-Ärzten im Häftlingskrankenbau von Monowitz und im Lager Monowitz durchgeführten Selektionen, wo zahlreiche Häftlinge zur Vergasung ausgesondert wurden, mitgewirkt, indem er teils mit dem SS-Arzt die jeweils auszusondernden Fälle besprach, teils aber auch selbstständig die Selektion durchführte und das Ergebnis dann durch den SS-Arzt bestätigen ließ. 23. Der Angeschuldigte Bitnarek hat in den Jahren 1940 bis 1945 als Funktionshäftling, nämlich als Blockältester im Stammlager Auschwitz, sowie seit Winter 1942-1943 als Blockältester bei der Strafkompanie im Lager Birkenau, in einer unbestimmten Zahl von Fällen Häftlinge so schwer misshandelt, dass sie unmittelbar darauf an den Folgen starben. Der Angeschuldigte hat insbesondere erstens in der Zeit von 1940 bis zum Winter 1942-43 im Block 8 des Stammlagers Hunderte von Häftlingen durch Misshandlungen getötet. Zweitens, in der Zeit ab Winter 1942-43 zahlreiche Häftlinge in der Strafkompanie mit einem Stuhl erschlagen. Drittens, in weiteren zahlreichen Fällen Häftlinge der Strafkompanie gezwungen, sich so lange unter die kalte Dusche zu stellen, bis sie unterkühlt waren, erstarrten und umfielen. Sodann ließ er sie in den Hof des Strafblocks hinaustragen, wo sie während der Nacht liegen blieben, sodass der größte Teil von ihnen verstarb. Viertens, im Sommer 1944 bei der Liquidierung des Familienlagers B gemeinschaftlich mit anderen SS-Dienstgraden auf jüdische Häftlinge eingeschlagen, die sich dem Abtransport zur Gaskammer widersetzten, sodass mindestens 10 Häftlinge hierbei ums Leben kamen. Fünftens, gemeinschaftlich mit anderen Funktionshäftlingen einen Häftling der Strafkompanie, der sich über Schläge durch Funktionshäftlinge beschwert hatte, durch Misshandlungen getötet. Sechstens, den Häftling der Strafkompanie Pines durch Misshandlungen getötet. Siebtens, im Frühjahr 1944 einen Häftling der Strafkompanie durch sogenanntes Auflegen der Schaukel getötet. Achtens, im Sommer 1944 einen Häftling auf dem Appellplatz durch Schläge mit einem Schaufelstiel getötet. Zu 1 bis 23 Verbrechen nach Paragraphen 211 Strafgesetzbuch alter und neuer Fassung, Paragraph 43, 47, 49, 74 Strafgesetzbuch. Beim Angeschuldigten Stark auch Paragraphen 105 folgende Jugendgerichtsgesetz. Die Angeschuldigten sind dieser Taten hinreichend verdächtig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird daher gegen Sie das Hauptverfahren vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main eröffnet. Die Untersuchungshaft für die Angeschuldigten Boger, Kaduk, Stark, Baretzky, Dr. Capesius, Kleer, Scherbe, Handel und Bitnarek dauert aus den Gründen der gegen diese Angeschuldigten erlassenen Haftbefehle fort. Die nächste Haftprüfung findet in 3 Monaten statt. Die Beweisanträge der Angeschuldigten Dr. Lukas, Mulka, Kleer und Hoffmann werden abgelehnt, da die Beweisthemen, für die die Zeugen benannt worden sind, nicht geeignet sind, die dem Eröffnungsbeschluss zugrunde liegenden Vorwürfe zu entkräften.
Der Antrag des Verteidigers des angeschuldigten Boger aus Washington, dort verwahrte Anordnungen und Verfügungen des ehemaligen Reichssicherheitshauptamtes zu ermitteln und beizuziehen, wird abgelehnt, da es sich insoweit um einen Beweisermittlungsantrag handelt. Es wird den Angeschuldigten anheimgestellt, gegebenenfalls diese Beweisanträge rechtzeitig vor der Hauptverhandlung zu wiederholen. Frankfurt am Main, den 7. Oktober 1963, Landgericht, 3. Strafkammer. Es folgen dann die drei richterlichen Unterschriften: Holm, Schmidt, Dr. Koch. Dankeschön. Herr Hüll, wollen Sie bitte aufnehmen, den Beschluss, der Eröffnungsbeschluss vom 7. Oktober 1963 wird auf Seite 7, erster Absatz, ergänzt durch die Worte, Doppelpunkt, Anführungszeichen, gemeint ist Beihilfe zum Mord.